Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Wüst, möglicherweise habe ich Ihren letzten Punkt nicht ganz verstanden, aber die Förderrichtlinie zum Breitbandausbau im ländlichen Raum, die ist ja längst veröffentlicht. Möglicherweise ging es Ihnen da ein bisschen so ähnlich wie dem Kollegen Hafke, der sich hier gerade hingestellt hat und illustriert hat, dass er negativ geschlafen hat, weil lieber Kollege Hafke, das angekündigte Leitbild Lernen im digitalen Wandel, das gibt es. Es ist am 28.09. veröffentlicht worden. Und ich finde das sehr interessant, was die Ministerin da reingeschrieben hat. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, weil das natürlich ein ganz wichtiges Zukunftsfeld ist und ein ganz wichtiges Feld für die digitale Bildungspolitik. Und wir sind das erste Land, das ein solches Leitbild Lernen im digitalen Wandel erstellt hat. Und dass Sie das jetzt einfach nicht wahrgenommen haben, wundert mich ein bisschen. Aber gut, wenn Sie sich so wenig mit der Sache beschäftigen wollen, dann ist das Ihre Sache. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an eine Situation vor etwa 3 Jahren, als ich mal eine große Anfrage gestellt habe, damals ging es um Verbraucherschutz im Netz. Da wurde mir dann von der FDP vorgeworfen, ich hätte ja diese große Anfrage nur gestellt, damit Johannes Remmel seine, ich gebe zu, es waren einige, es waren zahlreiche Erfolge für Verbraucherschutz im Netz hier darstellen konnte. So, jetzt habe ich mir die Antwort auf Ihre große Anfrage durchgelesen und habe gedacht, jetzt heute kann man nicht mal mehr als Abgeordneter einer regierungstragenden Fraktion sowas machen, weil die Opposition stellt ja schon solche großen Anfragen, wo dann 54 Fragen so gestellt werden, dass die Landesregierung ihre Erfolge darstellen kann. Herr Hafke, Sie dürfen alles. Herr Hafke, Sie dürfen alles, was in diesem Haus parlamentarisch möglich ist, auch kleine Anfragen, große Anfragen, wenn Sie mögen, sogar Entschließungsanträge, das haben Sie ja heute alles gemacht. Ich will Ihnen ja nicht in Ihre Arbeit als Oppositionsfraktion reinreden. Sie werden ja auch bald noch 5 Jahre mehr haben, wo Sie als Oppositionsfraktion weiterarbeiten können und sich die Bilanz der Landesregierung anschauen können. Denn wir haben tatsächlich eine sehr gute Bilanz, die wir ja in den Antworten oder die Landesregierung in den Antworten auf Ihre Fragen herausgearbeitet hat. Wir sind Spitze bei den Gründungen. Wir haben eine große Zahl an Konzepten zur Förderung der digitalen Wirtschaft. Wir haben die DWNRW-Strategie. Wir haben letztes Plenum uns darauf verständigt, dass wir unser Flaggschiff ITS-OWL weiter fördern wollen. Wir fördern innovative Geschäftsmodelle, Stichwort digitaler Einzelhandel. Da habe ich aus der Opposition nur Verachtung für gehört. Alles das sind Punkte, wo wir uns gut aufstellen für die Digitalisierung, wo wir uns gut aufstellen für die Innovationen, die der digitale Wandel mit sich bringt. Wir leisten massive Investitionen in Breitbandnetze. Wir haben eine NGL-Strategie bis 2025. Und wir haben eben nicht den Fehler gemacht, den Herr Rössler als einer Wirtschaftsminister, die FDP vergisst das ja gerne mal, dass sie auch mal irgendwo in Verantwortung war. Wir haben nicht den Fehler gemacht, den Sie damals gemacht haben. Wir sagen nicht, wir warten mal, bis der Markt das irgendwie alles regelt, sondern wir helfen sehr konkret vor Ort. Wir unterstützen die Kommunen dabei, Fördermittel abzurufen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Verwaltung digital aufzustellen. Und wir sorgen Stück für mehr Transparenz im Rahmen unserer Open-NRW-Strategie. Gerade heute die Veröffentlichung, die Geobasisdaten in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt offen zugänglich für alle als Open Data. Das sind doch Erfolge, die wir in den letzten Jahren erzielt haben. Und das sind Erfolge, die gut sind für die Digitalisierung in unserem Land. Ich habe an einigen Stellen, muss ich ganz offen zugeben, nicht schlecht gestaunt über den Entschließungsantrag der FDP. Der war ja zum einen nichts anderes als das Positionspapier, was Sie vor ein paar Wochen vorgelegt haben. Aber gut, wenn Sie sich die Arbeit nicht machen wollen, was anderes als Copy and Paste vorzulegen, in Ordnung. Aber ich habe auch inhaltlich nicht schlecht gestaunt, dass die FDP sich hier jetzt als die große Truppe der Freifunk-Apologeten aufstellt. Das passt nicht ganz zu dem, wie Sie sich in den letzten Jahren bei diesem Thema positioniert haben. Wir haben im letzten Jahr genau das beschlossen, was in Ihrem Antrag, was Sie heute in Ihren Entschließungsantrag reinschreiben. Das hat Herr Nückel in Bausch und Bogen verdammt, als es einen gemeinsamen Antrag der regierungstragenden Fraktion und der Piratenfraktion zur Freifunkförderung gab. Und auch gestern hat Herr Nückel sich hier doch ziemlich
interessant positioniert, dass man ja die Störerhaftung nicht einfach so abschaffen sollte. Das war auch nicht wirklich freifunkerfreundlich. Da müssen Sie sich jetzt mal entscheiden, ob Sie eher die Nückelsche Mottenkiste machen wollen oder lieber den Haftke, der dann doch irgendwie Freifunk ganz gut findet. Das sind Punkte, da zeigen sich die Unterschiede sehr deutlich. Und die Unterschiede zeigen sich auch nochmals abschließend im Bereich Schulen, im Bereich Bildung. Es ist jetzt knapp 3 Stunden her, da stand Herr Lindner an diesem Pult, hat das Programm Gute Schule 2020 derart dagegen polemisiert, als wollten wir eine Giftmüllfabrik in seinem Vorgarten aufbauen. Das ist der Unterschied. Wir legen ein Programm auf, um die Kommunen mit 2 Milliarden Euro zu unterstützen, gerade auch, damit sie ihre digitale Infrastruktur aufbauen, damit diese digitale Infrastruktur auf Vordermann gebracht wird. Wir fördern die richtigen Konzepte und da sehen wir, diese Regierung arbeitet gut bei der Gestaltung des digitalen Wandels und wir werden sie in den nächsten Jahren sehr gerne dabei unterstützen. Herzlichen Dank.